Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier von den Derpioten. Wir sind in Viscera Cleanup Detail. Viscera steht im Übrigen für Eingeweide. Habt ihr euch nicht schon immer mal gefragt, wer den ganzen Scheiß wieder aufräumt, wenn ihr gerade mal durch irgendwelche Shooter wartet oder irgendwelchen Horrorspielen, wie zum Beispiel hier, wie heißt es doch gleich wieder, Dead Space 3, zerstückelnd Monster in die schöne Atmosphäre werft? Ja, das sind dann der gute Gnaddelwarz. Guten Tag. Und der gute Mad Mike. Spiel rein. Und wir gehen nämlich jetzt dementsprechend hier uns den Mischmob schnappen und mal schön sauber machen. Ich horste mal, ja? Ach, du horstest jetzt erst. Ja. Wunder mich schon. Man muss ja gucken hier, wenn man reinguckt. Im Übrigen, ich bin Mad Mike, bin 24, Sanitation Engineer. Und ich glaube, mit meinem guten Mischmob hier, sieht so ein bisschen aus wie Mr. Dr. Soldberg. Kann ich hier schön aufräumen. Ja. Was mache ich mit der rechten Maustaste? Oh, kann ich Sachen wegschlagen? Das ist sehr gut. Du musst hier übrigens die, wenn du dann irgendwelche Viecher anschlägst, dann... Viecher anschlagen? Oh, ich glaube, ich habe gerade ein Opfer gefunden. Du hast dir eine kleine Sauerei angelegt. Ah, sauber machen! Putzen! Ich muss mehr putzen! Ich muss es noch mehr putzen! Komm her, komm! Versuch dich aufzuheben, ich bekrabbel dich. Wenn du auf 2 drückst, dann wechselst du auf die Hände und dann kannst du Sachen aufheben. Oh, Sachen aufheben. Oh, ich sehe was. Hier. Moment. Rechts kannst warte. Komm her, du. Nein, nicht dich, richtig. Einen halben Torso hier. Wilson! Ich habe Wilson gefunden. Guck mal, Wilson. Wilson, endlich. Endlich können wir wieder ergehen. Komm, Wilson. So, jetzt kommen wir hier auf jeden Fall. Der komische Unterleib macht gerade einen Breakdance hier vor mir. Sloshomatic. Im Boden feststeckt. Ach schön, man kann den Kopf auch drehen, wenn man klickt. Moment, ich drehe mal kurz ein bisschen. Komm mal her, den Kopf. Nein, mein Kopf! Ich drehe meinen Kopf wieder! Also, das, ihr seht ja schon, das ist genau das. Wir sind auf jeden Fall hier unterwegs, um den ganzen Scheiß wegzumachen. Das Problem ist, dass mein Wischmopp ist jetzt ganz blutig. Das heißt, ich muss den erstmal jetzt wieder sauber machen, richtig? Ja. Hier ist irgendwo, muss hier ein Wassereimer stehen. So. Also sonst mache ich jetzt nämlich hier noch dreckiger für den Gnaddel. Und man kann auch hauen. Ach, hier kann man Lampen. Ja, hier ist ein Lampendispenser, kann man sich Lampen holen, dann kann man die nehmen. Irgendwo hinstellen. Du siehst im Übrigen so ein bisschen aus wie Hubi, wenn er gerade mal wieder auf Karneval ist. Das ist doch geil, hier guck mal. Das Spiel ist großartig. Warte mal, ich habe hier bestimmt noch was. Ist da noch ein Auge oder sowas? Hier, das brauchst du. Ich glaube, das ist ein Stück Gehirn. Das hast du noch nicht gehabt. Hier kommt Gehirn. Nimm's. Hier, guck mal. Ärmchen, ich winke dir. Hallo. Du gibst mir eine helfende Hand quasi. Mein Freund Johnny hier. Was haben wir hier oben? Den gibt's aber nicht mehr genug. Oh, hups, Entschuldigung. Ich glaube, das gibt's. Geh aus dem Weg. kann man das eigentlich werfen? Scheiße, ey, wir sollten eigentlich aufräumen, nicht alles kaputt machen. Wir kriegen bestimmt keine Gehaltserhöhung. Oh. Der Auftrag ist viel gesteigert. Ah, hier gibt's einen Dispenser für Eimer, für Wassereimer. Ich wollte eigentlich gerade das Spending den Darm mitnehmen. Ich hab ja was gefunden, damit kann ich gleich mit dem Doktor spielen. Ups, ich hab hier mal ein bisschen Wasser hingekippt. Wo ist hier? Wo bist du denn? Ich renn gerade irgendwo rum. Da. So, lass mal sehen, wo ist der ist ein Eimer? Hier, wenn du mir folgst. Ja, ich bin dabei. Ich folge deiner sehr... Ach, schön. Ach, so muss das so, man muss die Eimer quasi nehmen, da reinstellen. Nee. Du musst einfach, dass du siehst, der Eimer ist leer, du musst ihn jetzt wegschmeißen. Aber der wird doch... Ich krieg den Eimer... Achso, jetzt. Ich muss den doch bestimmt irgendwo wieder auffüllen. Warte mal, weiß hier du, doch... Nee, du musst einfach nur hier auffüllen. Und dann quasi... Oh. Das Stück. Was? Du bist einfach nur was? Warum kommt da eine Hand raus? Jetzt kommt ein Eimer raus. Manchmal kommen da auch einfach nur Leichenteile raus aus dem blöden Ding. Ach, du musst auf das Ding drücken. Ach so. Ja, du musst mit den Händen, quasi wenn du die Hände ausgewählt hast, dann drückst du hier und dann kommt da ein Eimer raus. Mach erstmal deine Sauerei hier weg. Ja, das ist ja wieder... Ja, hier. So. Das ist schon wieder Nase. Nein, ich hab ihn umgekippt. Verdammt, nein. Einmal mit Profis. Nein. Ja. Mit Schiff kannst du übrigens vorsichtig laufen. Ja, ich mache jetzt erstmal sauber hier. So. Schön sauber machen. Eigentlich ist es ja Mike schlau. Hat wieder seine Periode gehabt, das muss ich jetzt wieder alles wegwischen. Halt dein Lapp. Eigentlich ist es geschickter, ganz viele Eimer erstmal rauszuholen.
ne? Und dann so hinzustellen überall, dass man in Ruhe überall sauber machen kann. Das heißt, ich krabbel dich jetzt erstmal an. Oh, komm her, du Süßer. Dein Hintern ist aber süß. In den Reihen und so. So, wie war das hier? Auf den Knopf drücken oder so? Genau, Eimer. So, dann gehe ich mal hier hinten hin und stelle nochmal einen Eimer hin. Faktische Eimerverteilung. Und ja, dann irgendwann sind die Eimer aber voll mit Blut und dann kannst du die vergessen. Ja, ist egal, wir haben ja unendlich viele Eimer, denke ich mal. Ja. Ist ganz schön blutig hier überall. Eingeweide aus dem Spender raus. Ich glaube. Mal gucken, irgendwo gibt es noch einen Waste Disposal Spender. Ja, das ist auf der anderen Seite, glaube ich, von dem Ding. Das sind zwei Eingänge. Weißt doch, wie bei dir auch zwei Eingänge. Vorne und hinten. Ja, vorne kommt das Leckere rein, hinten kommt das Leckere raus. Je nachdem, was du als lecker ansiehst. Hm, ein Arm. Der ist arm dran. Hier geht's nicht weiter. Irgendwo ist auch noch ein Verbrennungsofen. Wahrscheinlich hier hinten, hier geht's noch weiter. Ach so. So, also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen sauber machen. Also, lalalalala. Hier geht's weiter. Ja. Das ist gar nicht so einfach im Übrigen. Ah, hier ist der Verbrennungsofen, siehste. Da doch. Kannst du dann auch die blutigen Eimer reinpacken. Ich möchte noch mal sagen, dass es gar nicht so einfach ist, weil das Ding nämlich sauschnell wieder dreckig wird. Was ist eigentlich? Und ich mache auch, mein Hinterlässt auch noch Spuren, sehe ich gerade. Ich mach mal hier die Kadaver weg, hier, die räume ich mal hier in den Mülleimer. Zack, hier, mein Freund. Jetzt habe ich den Eimer wieder umgeworfen. Eimer mit. Im Übrigen möchte ich nochmal betonen, dass es gar nicht so einfach ist, dieses Spiel. Nee, ist es auch nicht. Die Physik, das ist so richtig schön derpige Physik, ist das. Die Leichenteile kannst du dann hier in den Ofen schmeißen. Bin schon dabei. Wenn ich sie werfen kann, wie kann man denn auch werfen? Einfach reinwerfen hier so, ja. Kadaververbrennung. Hm. Die brennen aber gar nicht so richtig. Ja, es dauert eine Zeit lang. Sieht lustig und aus. So einen Behälterspender hier hinten, wenn du einmal zu mir kommst. Ich feuer das Ganze mal. Was? Wie? Ich komm her, du. Spender für Waste Disposal. Ach, da muss ich erst das Zeug reinwerfen oder was, bevor es verbrennt. Da kannst du dann die Kadaverteile und den ganzen Müll reinschmeißen und die dann zum Verbrenner bringen. Wo drücke ich denn hier drauf? Zum Beispiel so einen halben Kadaver. Zack. Einfach nur davor stellen und. So, drücken. Was soll ich denn drücken? Hallo. Tag. Hallo. Darf ich dir einen in den Lüppel greifen? So. So, hier ist mal halben Kadaver hier reingeschmissen. So, also wir packen das Ding jetzt hier erstmal hin. Weiß ich noch nicht, ob man irgendwie gewinnen kann oder so, keine Ahnung. Ja, wir arbeiten ja jetzt zusammen, das weiß ich wohl. Zumindest versuchen wir zusammen zu arbeiten, wenn wir nicht gerade irgendwie uns gegenseitig irgendwo hinschmeißen. Ich hab hier noch ein bisschen grünen Glibber, den ich vor. Die nächste Frage ist, was ist das Ziel des Spiels? Muss das ganze Ding jetzt sauber werden, oder? Alles komplett sauber machen? Ganz ja, hier. Oh Mann, ey. Die ganze Arbeit. Ja, das ist doch normal hier. Einer macht sauber, der andere macht dreckig. Ist das hier eine Cola-Dose? Ich trinke erst, mache erstmal Pause hier, ne? Gluck, 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 gluck. Die ganze Scheiße da reinwerfen. Man kann es natürlich auch so reinwerfen, ne? Also kein Problem. Den Leichensack zum Beispiel hier. Hey, wo bist du denn? Ah, Gnade. Ich bin deine Mutter. Es sieht aus so ein bisschen wie eine Schnecke, eine riesige, die ich gerade fressen will. Gib meinen Leichensack wieder her hier. Na, ey! Zwei Leichensack, gib meinen Leichensack wieder. Nicht wieder Leichensack reinwerfen. Nein, zwei Leichensack. Nein! Gib mir deinen Leichensack wieder. Er muss doch rein jetzt! Der passt nicht! Warte. Oh, ich glaube, er brennt. Nee, jetzt hast du ihn gelöscht. Achso, im Übrigen, ne? Man kann auch mehr Dreck machen als sauber. Ja. Der will. Okay, geht eins rein. Los, Knattel, spring da rein. Oh, hoppla. Falsche Taste. Was macht die 3 eigentlich? Die 3? Ach, guck mal, die 3. Dann da reinschmeißen. Ich habe hier so einen Scanner. Ja, damit kannst du so und Dreck, Verdreckung ordnen irgendwie. Ja, und im Übrigen Lebewesen, die ich gerade festgestellt habe. Weil wenn ich auf dich jetzt ziele und gehe weiter weg. Attention, do not put gum on around the device. High five! Der will mir High five geben hier.
Hä? Der Typ hier drüben, der will mir High Five geben, guck mal, er hält richtig schön die Arme. Hey, das war mein Buddy. Das hat mein Buddy kaputt gemacht, du Arsch. Okay, also das Verbrennen ist auf jeden Fall das Einfache von allen. Dann geht man hin, holt das Ding hier, schiebt's da rein, ne? Das eckige bisschen ist rund oder so ähnlich. Ich hab mir von meinem Freund Klaus vorgestellt. Hallo Klaus, wie geht's so? Hallo mit beiden Armen. Warte. Oh, jetzt ist Klaus tot. So. Das ist jetzt das neueste Breakdancen hier. Ich hab den einbeinigen Breakdance hier. So, Sarah haben wir auch schon mal verfeuert. Rein da. Vom letzten Left 4 Dead kommt Sarah erst mal wieder da rein. Aber das ist ein guter. Jetzt gehen wir durch hier. Die Kiste kommt auch da rein. Brauchen wir wahrscheinlich auch keine mehr. Also, wenn ihr schon mal richtig was Sinnvolles machen wolltet, ne? Mutter sagt mal wieder, geht aufräumen, dann heißt das viel, wir gehen in dieses Spiel und räumt erstmal auf, nicht dass ziemlich das Zimmer aufräumen, das will ja keiner. Oh, lustige Biohazard-Container in Feuer schmeißen. Ich glaube, der passt nicht da rein. Genau, ich hab's kaputt gemacht. Mach mal kurz den Deckel schießen. Nee, der Deckel. Nein, da gibt's den Deckel. Jetzt passt immer noch nicht rein. Ja, weil kurz warten kann mit einem Wasserschutz. So, also auf jeden Fall mal das so. Dann die Eimer sind ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Die fallen immer so schnell um. Also, oh, der ist schon ganz schön blutig hier. Scheiße, kommt schon wieder nur Gedärme aus dem Waste des Posts. So, pack mal das auf die andere Seite, war das, glaube ich. Da steht auch schon ein Eimer. Dann stellen wir mal ab hier. Nehmen wir mal auf die Seite. Damit stellen wir hin. So. Und ja, super. Kommt noch ein Eimer raus, toll. Was müssen wir mit dem blutigen Eimer nochmal machen? Oh cool, bei mir sind gerade die komischen Waste Disposal Container umgefallen. Ups. Immer mehr alle ich brauche mehr Eimer. Mehr Eimer. Achso, andere Taste. Eimer. Mehr Eimer, komm. Brauche mehr Eimer hier. Nein, ich will nicht noch ein Stück Fleisch. Hab das schon gegessen. Heißt du mal den Ofen ein bisschen hier mit Biohazard-Containern? Hat aber nicht umwerfen, ich hab ja gerade mal so ein Eimerchen gebrochen. Zwei, drei, vier. Okay, viermal, da muss man schon dann den Dings herausbringen. Den Wischmopp. Biohazard-Symbol. Eins, zwei, drei, vier. Ausbringen. Eins, zwei, drei, vier. Ausbringen. Und jetzt ist der Eimer blutig. 3, 4. Ne, geht doch. Ah, nein, nein, nicht mit mir reinwerfen. Was tust du denn? 1, 2, 3. Oh, guck mal, hier ist Alien-Kotze an der Wand. Guck mal hier. Schön. Komm hier, Alien-Kotze. Lecker. Ey, hörst du auf, mich jetzt durch die Gegend zu schieben. Gib mir den Eimer. So, weg damit. Ach, siehst du, guck mal, jetzt sind auf einmal ganz viele Container aufgetaucht, die waren bei mir eben alle unsichtbar. Kann ich nicht, weil ich muss gerade hier noch Eimerchen holen. Eins für Mama. Warte mal, wie war das noch gleich wieder in No More Room in Hell? Wir bauen uns eine Barriere. Barrierefreies Bauen, ganz wichtig. Ja, barrierefrei wohnen vor allem. Ein Arm. Wieder so eine Leichenschnecke hier. So eine Nacktschnecke. In Leichensackform. Ups. Hier rein. Den Ofen willst du wohl jetzt hier? Zack, Ofen zu. Zu viel Hänsel und Gretel geguckt letzter Zeit, hä? Bitte was? Du hast hier viel Hänsel und Gretel geguckt. Nein. Das ist das geil gerade. Lalalala. Oh, ich sollte meine Fäule mal sauber machen. Wasser angeschüttet. Ich glaube, ich verschütte das Wasser mehr, als ich es benutze. Wisch und dann hier wieder. Das ist eigentlich das perfekte Spiel zu viert, oder? Mit wie vielen kann man das eigentlich spielen? Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Das ist eigentlich so ein prädestiniertes Spiel noch für Knorker, für No Aim und dich und mich. Ja, toll. So, pass mal auf hier. Vor allem, das ist die erste Map, wir müssen die anderen Maps ja noch ausprobieren. Da gibt es ja bestimmt noch andere Sachen zu tun. Ja. Die Horror-Map war eben die mit ohne Schwerkraft, also das war echt
Also das gleiche so. Wie hier, ohne Schwerkraft und naja. So, Gnade wird jetzt mal langsam eingeschlossen hier, dann merkt es noch gar nicht. So. Ja, einmal Massaker. Wo bist du eigentlich? Ich bin genau da, wo du gerade lang gewesen bist. Ja, das, der Multiplayer ist natürlich noch ein bisschen buggy. Das Ganze ist eine Early Access Version, ja. Die wir jetzt gerade ein bisschen antesten für euch. Das Ganze läuft ein bisschen desynchron. So, und da müssen wir mal gucken, wie das so ist. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Map rein, oder? Weil hier ist ja im Prinzip ist nichts. Oh. Hier ist der Drops gelöst. Oh, übrigens. Ich kann wirklich alles mit Alien-Kotze jetzt hier voll wischen. Ich sehe dich nicht, das ist lustig. Also, du kannst vielleicht die Flecken sehen, die ich gerade auf dem Boden mache, die für dich hier zum Aufräumen. Wo denn will denn hier? Alles klar, gut, dann wechseln wir mal die Map und machen beim nächsten Mapschen gleich mal weiterchen. Ja,